Oh, 5 Sekunden zu spät. So ein Ärger. So, aber da sind wir auch schon wieder. So, ich bin sofort soweit. Ich habe im Augenwinkel schon eine Kritik gelesen, bezogen auf Sicherung des Spielstandes. Da gehe ich jetzt sofort mal drauf ein. So. So. Okay, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Eine Sekunde. Ihr habt einen schwarzen Bildschirm, ich auch. Badam geht sofort weiter. Eine Sekunde geht sofort weiter. So, so, so und so. So. Oh, scheiß Steam-Gedönse weg da. So. So, kurz mal auf Pause gemacht. Genau, so. Also, ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, Druffziller. Wer aber mehrmals die Erfahrung gemacht hat, so wie ich das gemacht habe, was unter Windows durchaus schon mal passieren kann, dass der PC abstürzt, dass The Long Dark abstürzt und dann der Spielstand kaputt ist, ist diese Sicherungsoption echt eine Option. Ich gebe dir recht, das grenzt schon ans Cheaten. Da kann ich aber nur darauf hoffen, dass ihr mir da vertraut, dass ich das fürs Let's Play so nicht benutze. Es ist einfach ein Sicherheitsaspekt, weil wer weiß, wie viel Zeit so Aufnahmen verbrauchen, der wird verstehen können, dass wenn so ein PC abstürzt, wenn man mitten in der Aufnahme ist und man quasi den kompletten Spielstand verliert, dann ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Und das ist einfach eine Sicherungsoption. Und jetzt in dem Fall, wie der Andi das schon geschrieben hat, ist halt einfach zum Testen gewesen, ne? Von daher war das okay. Ja, ja, also nicht umsonst ist das jetzt schon die vierte Staffel, die ich Let's Player, ne? Das ist und ich habe noch keinen Tod durch eine Spielrücksicherung verschleiert. Das ist halt auch. Ja, ja, nein, alles gut. Ich fühlte mich auch gar nicht angegriffen. Ich wollte nur mal erklären, dass es halt für mich als Produzenten von Videos echt ein Sicherheitsaspekt ist. Es ist nämlich echt ärgerlich. Wann geht's los? Wohin? Es geht jetzt los. Da sind wir wieder. Voll im Einsatz. Ja, auf jeden Fall haben wir. Achso, das ist ja leer, weil es nicht gespeichert wurde. Weil wir das Nahrungsspeichern aussortiert haben. Das heißt, unser Inventar ist quasi noch so gefüllt wie vorher. Haben wir auf jeden Fall mal die Schlucht gesehen. Also, gesehen haben wir die alle ja schon vorher, hoffe ich. Also, nee, alle natürlich nicht. Auf jeden Fall es war ein Erlebnis. Und ja, haben wir auf jeden Fall jetzt auch mal gesehen. Fand ich sehr lustig. Ja, das mit dem Spielstand speichern.
Ich bin da wirklich im Zwiespalt, ne? Wirklich, die Leute, so wie ich, die das Let's Playen, das ist halt einfach ein Risiko. Und das ist mir schon mehr als einmal passiert. Dass einfach durch einen blöden Computerabsturz mitten in der Aufnahme halt einfach alles weg war. Und nicht nur die Aufnahme von den 15, 20 Minuten von der Folge, sondern wirklich der Spielstand halt auch dann kaputt war. Was ja nichts primär mit den Hinterland Studios und dem Spiel zu tun hat. Ne? Das ist halt, ja, Windows halt. Ne? Kommt Gott sei Dank auch nicht so oft vor. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Monat irgendwie drei Abstürze habe oder so. Aber es ist halt nervig und dann. Ich habe Halluzinationen, ich höre Wölfe. Es ist dann wirklich einfach für mich sehr praktisch, im Notfall wirklich den Spielstand zurücksichern zu können. Ich sichere den Spielstand vor jeder Aufnahme, einfach um das Risiko wegzunehmen, dass irgendwas kaputt geht. Weil mir das in so einem Fall die Motivation nehmen würde, weiter zu spielen und die Aufnahme noch mal zu machen. Ja, ist halt so, ne? Mission: Töte einen Bären. Könnten wir mal angehen, ne? Bären töten, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Ach, echt, sollen wir einen Bären töten? Dazu müssten wir erstmal einen suchen, ne? Also, wir wissen, dass da hinten einer rumläuft. Oh, ich habe die Schlingen vergessen, ne? Die Schlingen sollten wir bei Zeiten nochmal überprüfen. Also, wir wissen, dass da hinten irgendwo ein Bär rumläuft. Komm, wir gehen hier mal quer über den See bei minus 1 Grad. Wir machen nochmal kurz einen Stopp in der Tankstelle. Wir sind nämlich relativ erschöpft. Erschöpft. Bären töten ist. Genau, oder die Bug-Gefahr, ne? Die ja durchaus. Also, es ist halt eine Alpha-Version, ne? Das muss man. Habe ich auch schon oft genug betont. Es ist eine Alpha-Version. Und es gab. Das war mit dem Desolation Point Patch, war das Mad Max, ne? Als für kurze Zeit der Bug mit dem Radio auf Tischen, wenn man den Tisch dann zerlegt hat, dass dann der Spielstand defekt war. Meine ich, wäre mit dem letzten Patch gewesen. Und das sind halt einfach so Sachen. Boah, wenn mir das passieren würde. Ich habe übrigens gelogen, das stimmt gar nicht. Ich sichere gar nicht bei jeder Aufnahme. Weil ich es einfach weil ich nicht immer dran denke. Jetzt bei den 5 Aufnahmen, die ich gemacht habe am Mittwoch für bis Sonntag, habe ich nur vor der ersten Aufnahme eine Sicherung gemacht. Und für die restlichen Aufnahmen nicht. Also es ist auch da immer noch ein Restrisiko bei mir vorhanden, weil ich einfach bei sowas schusselig bin. Weil ich auch überhaupt nicht die Intention habe, den Spielstand zurückzuspielen, wenn mir irgendwas Blödes passiert. Ah, schon wieder so ein Links-Spam-Gedönse. Ich kenne leider nicht den Befehl für ignorieren. Aber solange das nur ich mitkriege, ihr dürftet die Links ja Gott sei Dank nicht sehen. Diese Spam-Bots sind trotzdem nervig. So. Wir haben noch 2 Stunden Tageslicht. Das heißt, wir werden noch eine Nacht hier schlafen. Und bevor wir den Bären töten, würde ich gerne oben erstmal nach den Schlingen gucken gehen, dann am nächsten Tag. Das bedeutet für mich, kurz mal ein bisschen aussortieren, um ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. Hier Holz zum Beispiel. Holz zum Beispiel. Weg damit. Haben wir das Fleisch von dem Wolf jetzt eigentlich eben mitgenommen? Ach nee, das war ja bevor wir die Schlucht runtergefallen sind. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Das fand ich super. Oh, Andi, ja. Das tut mir leid für dich, aber ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und wünsche dir eine hoffentlich ruhige Arbeitsnacht. Echt, ihr habt die Links im Chat? Okay, nee, das geht aber nicht. Warum habt ihr die Links im Chat? Das kann nicht sein. Dann muss ich gerade noch mal kurz gucken. Wieso habt ihr denn die Links im Chat? Das habe ich doch deaktiviert.
Ja, Andi, das ist, habe ich ja angekündigt, ne? Werde ich wieder hochladen. Links im Chat blockieren, das ist eigentlich angehakt. Ja, ich kann nur allen raten, auf diese Links nicht drauf zu klicken. Es sei denn, ich poste einen Link, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das nichts Schädliches ist. So, wo wollte ich hin? Ich wollte wieder zurück aufs Dashboard. Ja, wie viele Schüsse braucht ein Bär und wie viele ein Wolf? Das kann man so pauschal nicht sagen. Ein Wolf kann man auf jeden Fall mit einem Schuss töten, wenn man ihn richtig trifft. Bei einem Bären, muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich noch nie mit einem Schuss getötet. Und zwar direkt. Also, ich muss hier gerade noch mal schauen. Bei den Bären. Ja, das kann natürlich sein, dass das bei der Xbox anders ist. Keine Ahnung. Bei den Bären ist es so, wenn man die anschießt, dann können die auch sterben. Das dauert aber dann in der Regel ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Bär von einem Gewehrschuss in den Kopf zum Beispiel direkt stirbt. So, gerade mal kurz. Schauen. So, pass auf. Ein Volltreffer und der Bär ist tot, ist das so? Ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich finde die Bären auch echt zu unberechenbar. Ach, guck mal. Das ist ja super. So, bannen, perfekt. Das ist ja super. So, dann kann ich nämlich. Ich schmeiß die Link-Poster hier gerade mal raus. Die gehen mir nämlich auf die Nerven. Zack, so. Zack, so. Wobei das vermutlich nicht viel helfen wird, aber. Schauen wir mal. So, entschuldigt. Jetzt geht es weiter. Ne, der will offensichtlich auch noch gebannt werden. Ich habe vor kurzem einen Bären zu einer Veranda gelockt und aus 1 Meter Nähe 3, 4 probiert. Mit einem Schuss zu töten ging nicht, ja. Es ist, also wie gesagt, mir ist es auch echt noch nicht gelungen. Mir ist es wirklich noch nicht gelungen. Bei einem Wolf ist es kein Problem, wie man sieht, ne? Die rennen halt auch. Wie man auch sieht, ne? Bei Wölfen ist es relativ einfach. Die rennen halt, wenn man richtig steht, gerade auf einen zu und dann passt das schon. Die Bären sind halt gefährlich, ne? Ich habe wirklich Respekt vor diesen Bären, weil die einfach super schnell sind. Und das ist ein Problem. Für mich zumindest ist es ein Problem. So, nee, da wollte ich hin. Brechstange raus. Oh.
Unser Werkzeugkoffer ist schon voll. Na komm, dann nehmen wir hier noch eine Schublade mit Werkzeug. Ach, wieso habe ich denn jetzt Schlückelf? So. Das Messer kommt noch rein. Ansonsten sieht das gut aus. So, und ich stelle gerade fest, wir haben keinen Schlafsack dabei. Habe ich den Schlafsack hier reingeräumt? Ne, hier mit Sicherheit nicht. Wenn dann da? Ne, da auch nicht. Wenn dann hier. Ja, ein Schlafsack. Ah, komm, hier, zack. So, jetzt wäre auch Platz für Werkzeug, ne? Komm, ich habe es ja gerne sortiert. Ah, Wolfspelze müssen wir auch nochmal gucken. Jetzt überschlägt es sich gerade ein bisschen in den Ereignissen. Was haben wir hier? 21%, 34%, 16%, 4%. Okay, die dauern noch. Dauert gefühlt irgendwie auch länger. Ich weiß nicht, woran ich das festmache, aber gefühlt dauert das länger, dass das Zeug trocken wird. Ja, guck mal, jetzt passt das nämlich auch. Perfekt. So, 24 Kilo. Das ist super. 2 Stunden Tageslicht, das ist nicht so super. Das bedeutet, wir müssen schlafen. Aber vorher müssen wir, glaube ich, noch mal was essen und was trinken. Jawohl. Klaus, Mensch, klick doch richtig. So. Ja, die Bären sind wirklich super gefährlich. Also, ich habe Bären zweimal unterschätzt. Und davon war einmal in meiner Stalker-Staffel. Den Bären habe ich deutlich unterschätzt. Und auf den Bären habe ich 3 oder 4 Mal geschossen und der kam wie ein Panzer auf mich zugelaufen. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, jetzt stelle ich aber gerade fest, dass ich hier überhaupt meinen Stream gar nicht mehr sehe. So, oh ja, jetzt wird ein Schuh draus hier. So. So. Ja, dann müssen wir uns leider mit Wasser nochmal voll machen. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen Wasser mitnehmen, wenn wir hier auf Jagd und auf Erkundungstour gehen. Aber erstmal müssen wir uns ausruhen. Trockenfleisch und Salzcracker sind unverderbbar praktisch. Habe ich auch mal gedacht, beziehungsweise ich habe irgendwann mal die Vermutung geäußert, eigentlich müssten die Dinger endlos haltbar sein. Ich glaube, das ist auch so, aber auf der anderen Seite. Oh, ach, wir haben noch Fleisch, ne? Ah, ja, wir haben noch Fleisch. Komm. Ach, wir haben ja auch noch gegartes Fleisch, ne? Ne, komm, das rohe Fleisch wird im Schrank ja auch nicht so schnell schlecht. 83% ist noch in Ordnung. Ich schmeiß das nochmal raus und die Sachen schmeiße ich auch nochmal raus. So. 3 Stunden Dunkelheit. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen schlafen, bevor es losgeht kann. Vier Stunden, jawohl. Tage in den Bogen. Ja, ich glaube, ich bin mittlerweile bei 36 Tagen angelangt. Es fehlt nicht mehr viel. Aber das ist ein bisschen gespoilert, weil es fehlen ja noch 2 Folgen in The Long Dark, nämlich von morgen und von übermorgen, die ich schon kenne, weil ich sie schon aufgenommen habe, ihr aber noch nicht, weil ihr sie noch nicht gesehen habt, logischerweise, weil sie noch nicht veröffentlicht sind. Das ist auf jeden Fall ein cooles Achievement. Finde ich. Kann man mal machen. So. 12 Stunden Tageslicht übrig. Wir gehen mal schauen nach den Schlingen. Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall mal gut zu wissen. Ich bin sowieso total verschwenderisch, was Lebensmittel betrifft. Jetzt latscht da hinten der Bär. So, Problem hier ist, doch, wir haben ein Haus mit Veranda. So, pass auf, wir probieren den Bären, weil er gerade da ist. Ich befürchte allerdings. Hallo. Ich habe jetzt auch schon mehrmals erlebt, dass der Bär flüchtet.
Ich lasse ihn noch ein bisschen näher kommen. Ich hoffe, die Veranda ist sicher. Wie gesagt, was sagt denn der Zustand? Boah. So, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für den Bären? Das ist so. Oh. Diese Bären sind so lustig, wenn die so. Also, ich würde sagen, ich habe den Bären jetzt zweimal in den Kopf geschossen. Und der rennt wie ein junger Gott. Wo rennt er hin? Ich glaube, er hat Schmerzen. Also, jetzt mal ohne Witz, ich habe ihn mindestens einmal und das mit dem zweiten Schuss in den Kopf getroffen. Nee, ich laufe dem nicht hinterher, ich bin ja nicht lebensmüde. Der kommt von alleine wieder. Obwohl, wir müssen eh da lang, ne? Ja, komm, ich probiere mal mein Glück. Ach, guck mal, der Bär blutet wohl. Ich meine, ich hätte. Hat mir nicht letztens irgendjemand erzählt, Bären bluten nicht? Ja, der Blutlinie folgen ist grundsätzlich eine gute Idee, aber da der da eben so rumgewurschtelt ist, da hinten, im Bergigen da drüben. Bin ich mir nicht sicher, ob wir da so rumlaufen können, wie der Bär rumgelaufen ist. Vor der Amokbär. So. Das Problem ist, dass die Viecher grundsätzlich halt auch echt weit laufen, ne? Sowohl Bären als auch Wölfe. Also alles, was angeschossen ist, läuft extrem weit. Ich habe schon mal versucht, einen angeschossenen Wolf zu verfolgen. Aber keine Chance. Die laufen immer weiter weg, immer weiter weg. Und die Blutspur bleibt nicht ewig liegen. Das ist das nächste Problem. Wenn man dann in der Lage ist, der Blutspur eine gewisse Zeit zu folgen, wenn man das irgendwie hinkriegt, wird man irgendwann feststellen, dass die Blutspur auf einmal verschwunden ist. So, und der Bär auch. Der Bär ist weg, der Bär ist weg. Meinst du, das war eine Bärin? Na, guck mal, der Bär läuft noch immer. Komm nicht zu uns. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Nix wie hinterher. Den kriegen wir. Guck mal, wie weit er läuft, ne? Das ist unglaublich. Ja, bleib doch da in deiner Höhle, Bär. Und da hast du keine Chance. Und ihr seht, er hinterlässt jetzt keine Blutspur mehr, ne? Hier ist nirgendwo Blut. Das ist die Küstenstraße. Wir sind gerade auf der Küstenstraße unterwegs. Wir waren aber eben schon in der Schlucht und sind einen Heldentod gestorben. So, was sagt die Temperatur? Minus 4 Grad, ja. Pff. Das Problem ist, selbst wenn wir den Bären jetzt finden, den werde ich da niemals zerlegen, ne? Ich bin eigentlich nur scharf auf das Bärenfell. Aber ich bin mir auch nicht sicher, so wie Druffziller gerade schon schreibt. Wie schnell der jetzt stirbt. Ach doch, guck mal, hier ist wieder eine Blutspur. So, dann folgen wir der Blutspur doch gerade mal. Oh. Und zack, war die Blutspur weg. Also die verschwindet
sehr, sehr fix wieder. Und ich habe jetzt quasi keine Ahnung, wo der Bär hingelaufen ist. Das Problem ist, dass die Wildtiere auch einfach hier schräg den Berg hochlaufen. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, aber wir sind doch in der Nähe von den Schlingen, ne? Gehen wir da mal gucken. Okay, Coastal Highway. Wobei Küstenstraße ja eigentlich noch geht, ne, von der Übersetzung her. Da gibt's schlimmere. Habe ich nicht hier irgendwo die Fallen aufgestellt oder bin ich schon. Ne, ich bin schon viel zu weit, ne? Oder? Nee. Nee, ich bin genau richtig. Hier unten habe ich meine Fallen hingestellt. Da bin ich mir sehr sicher. So. So, die ist leer. Die ist auch leer. Sind alle leer. Ja, hier war offensichtlich nicht der richtige Ort. Aber. Hallo? Das macht nichts. Dann nehmen wir sie mit. Andi, du sagtest hier oben auf dem Berg. Auf dem Berg da oben, ne? Sollte ich die mal aufstellen, oder? Schade, keine Hasen gefangen, so ein Ärger. Keine Hasen gefangen, keinen Bären getötet. Der Andi ist gar nicht mehr da. Okay, dann nehme ich die Fallen wieder mit. So, können wir von hier irgendwo einen toten Bären sehen? Das Problem ist halt jetzt auch echt, ne, man weiß wirklich nicht, wo dieser Bär langgelaufen ist. Ich könnte jetzt irgendwie suchen, aber... Das Problem ist, er kann jetzt halt auch überall sterben. Ja, Mad Max, ich hab's dann auch irgendwann mal gemerkt. Voll unhöflich, der Andi antwortet einfach nicht. Nein, natürlich nur ein Scherz. Ich hab's einfach verpeilt. Tja, jetzt können wir nur darauf hoffen, dass der Bär vielleicht irgendwann umdreht und auf dem Weg nach unten stirbt. Ich bezweifle, dass wir die Hoffnung haben sollten. Also den werden wir vermutlich nie mehr wiederfinden. Wenn die Hoppelhopser jetzt hier wäre, die wüsste vermutlich... wo genau der Bär sterben würde. Die würde dann sagen... Bären sterben immer vor ihrer Höhle. Oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ist offensichtlich nicht so. Wen vermisse ich denn noch? Den Karl vermisse ich, ne? Der Karl ist gar nicht dabei. Stimmt, der Karl. Ja, Mission Bär töten, würde ich sagen, erstmal gescheitert. Zumindest wissen wir nicht, ob wir ihn getötet. So, dann machen wir halt Mission Wolf töten. Ja, das hat ja super funktioniert. Hallo? Ah, auf die Entfernung treffe ich den eh nie. Hier, so. Erste Hilfe, keine Leiden. Super. Das hat ja gut funktioniert. So, noch der Wolf, ne? Wie weit der rennt. Das ist echt unglaublich. Ach ja, dem renne ich jetzt auch nicht hinterher. Blöder Kackwolf. Gute Nacht, Einhorn. Danke fürs Einschalten. Gerne beim nächsten Mal wieder. Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen freitags.